So, kurzes Video zum Thema Enteignung, weil es wird immer konkreter und ich warne ja schon seit 2-3 Jahren eigentlich davor, dass das definitiv wieder kommen wird. Es ist einfach abzusehen, wenn sich Staaten immer mehr entschulden und es ist dann so einfach nur das Endstadium. Und ja, ich möchte einfach mal vorlesen, ich blende es auch kurz mal ein, damit jeder weiß, von was ich rede. Die SPD hat hier ein Schreiben veröffentlicht, wo dann am Ende drin steht: Wir halten es daher für geboten, dass ein Lastenausgleich vorgenommen wird. Ähnlich dem, wie er nach den großen Verwerfungen durch den Zweiten Weltkrieg in den früheren Jahren der Bundesrepublik vorgenommen wurde. Und genau das ist es. Und hier, wenn man da weiter oben schaut, auch Steuern, wie die das dann nennen, letztendlich ist ja eigentlich scheißegal. Ja? Also die werden das irgendwie nicht Enteignung nennen, das schreiben die dann nicht rein, nein, sondern das wird dann irgendeine Steuer werden, eine Wir retten Deutschland Steuer oder was weiß ich. Auf jeden Fall wird die üppig ausfallen und deswegen, ich habe es ja damals schon gesagt, Zensus, das war so die erste Runde. Man sammelt jetzt Daten, Informationen und da wäre ich jetzt einfach vorsichtig. Welche Vermögen sind betroffen? Natürlich Immobilien stehen ganz oben, weil das sind die letzten eigentlich, die noch irgendwie ein Vermögen haben oder die man angehen könnte. Dann noch natürlich Edelmetalle. Wenn ihr also eure Edelmetalle nicht anonym gekauft habt, dann steht es auch da drin. Krypto, wenn ihr Krypto nicht anonym kauft, dann wird es auch enteignet. Bargeld, alles was so, ja, wie soll ich sagen, dem Geldmarkt entspricht, vielleicht auch Sparverträge, wenn wir ja sehen. Ja, das die Regeln zugunsten der Einlagensicherung, die haben sich ja auch verschlechtert mittlerweile, ja. Also so alles geht gegen das Vermögen des Deutschen. Das ist das, was ich immer sage und deswegen bin ich auch hier. Und ich kann nur jedem empfehlen, wie gesagt, da endlich in die Handlung zu kommen. Weil, wie gesagt, so ein Hausverkauf, so eine Firmenliquidierung oder so, das dauert einfach. Und ich sag mal so, bis Ende 2025 müsst ihr einen Plan B haben oder raus sein aus Deutschland. Sonst wird da nicht mehr viel übrig bleiben. Vermögen wird gejagt. Vermögen wird, wie soll ich sagen, zum neuen Narrativ werden, dass man das, wie soll ich, dieser Woke-Gesellschaft, ja, die zeigen dann mit dem Finger auf euch, wenn ihr Vermögen habt, ja, kein Auto, kein schönes Auto, dies, das, jenes, das müsst ihr alles teilen, weil es ist einfach unwoke, wenn ihr das alles für euch selber behaltet. Und das wird diese neue Gesellschaft einfach in Deutschland prägen, und glaubt mir, da gibt's kein Zurück. Wer glaubt, dass das jemals wieder rückgängig gemacht wird, sorry, der glaubt auch an den Weihnachtsmann, das wird niemals passieren, die Masse ist so träge, so lahm. Und dieses System, muss man mal überlegen, das wird von 15 Millionen Menschen, von 87 Millionen, am Laufen gehalten, ohne die Beamten und so. Das sind die Mittelständler, die Arbeitskräfte und sonst, was weiß ich, wer da noch mit reinfällt. Die halten diesen ganzen Apparat am Laufen und die versorgen aber noch nebenbei mit die ganze Welt. Ja, so, da würden irgendwelche, was weiß ich, Genderpolitiker hier nach Afghanistan geschickt, damit die Leute aufklären, dass Frauen mit einem Pimmel, dass das toll ist. Und die kriegen dann Millionen und gehen dann hier auf Reisen. Und das zahlt ihr alles mit. Ihr zahlt die Kriege mit, ihr zahlt die Pharmaunternehmen mit, ihr zahlt einfach alles mit. Und ja, ich kann so sagen, wie gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Da steht genau das, was ich mache oder wie man dem entkommen kann. Und wem denen keine 150 Euro wert sind, das weiß ich auch nicht, das, was da drin steht. Ich bekomme so gute Feedbacks, weil die Leute einfach wieder ein Motiv haben, einen Anhaltspunkt, eine Vision, vor allem einen Sinn. Wo ist denn der Sinn in Deutschland? Wer hat denn da noch einen Sinn? Das sind doch alles nur noch ablaufende Programme, die am Auslaufen sind. Diese Programme, die, was weiß ich, Jahrzehnte einstudiert wurden. Ja, das läuft alles aus. Das ist alles so lame geworden. Und wie gesagt, ich kann mir das auch nicht mehr antun. Wir wollten ja eigentlich nach Deutschland kommen. Jetzt, aber wir haben uns ein bisschen gefreut. Die Vorfreude ist weg. Diesen ganzen Klimawahnsinn und was da alles kommt, das muss man ja auch noch zahlen, ja? Das kommt ja auch noch on top dazu. Also Deutschland wird komplett ausgemolken und ich kenne kein Volk auf der Welt, das so, vielleicht nach den Chinesen, das mit sich machen lässt. Und das ist halt traurig, was daraus geworden ist, ja? Das einzige Land der Denker und Dichter, davon ist nicht mehr viel übrig geblieben, das sind einfach nur noch alle hörig. Und hört auf, im Kreis zu laufen, auf irgendwelche, was weiß ich, hier Veranstaltungen zu gehen, sondern stellt die Arbeit ein. Das ist das einzigste Wirksame, was man machen kann. Man darf dieses System nicht mehr mit seiner Lebenszeit füttern. Und da gibt's Wege. Wie gesagt, ich kann nur jedem mein Buch empfehlen. Da steht alles drin, was man machen muss, was genau jetzt zu tun ist. Und das ist, ja, ich weiß nicht, ein Segen der Zeit.
so würde ich es vielleicht sagen. Ich hab das nie vorgehabt, irgendwie Buch zu schreiben, aber irgendwie, keine Ahnung, mein bester Werbepartner ist die Regierung anscheinend, weil die macht dafür Werbung und die Leute werden immer mehr in die Enge getrieben. Und ihr müsst handeln. Ihr müsst einfach handeln. Da kommt gerade ein Paket. Schatz, kannst du mal kurz runter? I'm coming! Ah, nee, das ist... Okay, das sind Küchengeräte. Alles gut. Genau, das wollte ich nur mitteilen. Ich blende mein Buch kurz ein. Ich verlinke es auch unten. Im Moment gibt es noch Rabatt. Danach wird es 300 Euro kosten, nicht mehr 150. Das läuft dann aus bis zum 6.7., glaube ich. Und danach, ja, muss man tiefer in die Tasche greifen. So, das war's jetzt. Wie gesagt, schützt euch. Am Donnerstag gibt es auch einen Live-Talk dazu auf meinem Crypto-Channel, weil das Thema halt sehr brisant ist und jetzt immer wieder mal gefragt wurde, ob ich das mit aufnehmen kann. Da werden wir live drüber sprechen. Ihr könnt reinkommen, könnt Fragen stellen. Und genau, da freue ich mich drauf und wir sehen uns. Haut rein, bis bald. So, jetzt bin ich doch nochmal zurückgekommen, weil ich habe einen wichtigen Punkt vergessen, weil viele denken, wenn die auswandern, dann ist alles wieder gut. Nee, das ist nicht so. Ihr geht von einem System ins andere. Und deswegen, wenn ihr nur eine Identität habt, genau diese Identität ist ja in Gefahr. Und deswegen empfehle ich immer, ihr müsst euch eine zweite Identität zulegen. Einmal eine physische auf Ebene eines Passports, sag ich mal. Und auf der anderen eine digitale Identität, weil das digitale Zeitalter, das kommt jetzt erstmal. Alles wird miteinander vernetzt. Digitale Bürger-ID, digitale IP-Adresse, die wissen dann alles, was ihr im Internet macht. Die sperren euch Seiten, da kommt ihr nicht mehr raus. Wenn ihr Krypto habt und denkt, ihr könnt die auszahlen von dem DeFi-Bereich, das wird nicht mehr funktionieren, weil dieses System das gar nicht mehr zulässt. Und deswegen ist es so wichtig, eine zweite digitale Identität aufzubauen, um euch davor zu schützen oder wenigstens um Zeit zu gewinnen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, deswegen habe ich das Buch eigentlich geschrieben, weil genau darum geht es letztendlich, dass man sich das aufbaut. Und ich weiß, meine Dienstleistung, ich bin der Einzige, der sowas anbietet. Ich bin der Einzige, nennt mir einen in Europa, der sowas anbietet und deswegen rennen mir die Leute die Bude ein. Das sind hauptsächlich Unternehmer und Leute, die es wirklich kapiert haben und die in die Lösung gehen wollen und die nicht euch aufhalten. Und deswegen, ich sag's ja auch, ich werde auch nochmal ein Video machen zu dem Buch explizit, weil es gibt auch nicht viele alternative Channels, die sich trauen, dieses Buch zu veröffentlichen. Und da muss man auch wieder fragen, ja, haltet die Leute dumm und klein in der Angst, weil damit macht man Geld. Und es macht die alternative Szene im Moment nämlich auch, die generiert mit eurer Angst Geld und mit eurer Aufmerksamkeit. Wenn die eine Lösung hätten und die müssten einen Knopf drücken für euch und dann wärt ihr frei, den würden die niemals drücken, weil die sich auch wieder komplett verstrickt haben. Keiner ist hier wahrhaftig. Und ja, das ist einfach schade. Ich freue mich auf die Channels, die das Buch veröffentlichen werden. Wie gesagt, da bin ich mit ein paar seriösen oder guten, sag ich mal, nicht Verhandlungen, sondern in Gesprächen ganz einfach. Da muss man auch mal drüber reden. Aber wie gesagt, denkt da dran. Es geht um eure Identität. Und das ist, da muss man ansetzen. So, jetzt wünsche ich euch was. Schöne Zeit. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.